Sag den Kunden, was du willst. Heute in dem Video spreche ich darüber, dass, wenn du nicht den Kunden sagst, was du willst, die das auch nicht wissen können und dann auch nicht machen können. Und dass andere Kollegen und Kolleginnen, die genau aussprechen, was sie wollen, auch bekommen, was sie möchten. Hallo, ich bin Susanne Klein, seit über 35 Jahren ausgebildete Kosmetikerin. Über 30 Jahre davon schon selbstständig mit einem eigenen Studio in der Hamburger Innenstadt. 2019 habe ich dann mit der Stefanie von Lupin zusammen die von Lupin Kosmetik gegründet, eine medizinische Wirkstoffkosmetik. Also hier in dem Video geht es jetzt darum, um das Thema, dass ihr kennt das, zwei Kosmetikstudios machen beide dasselbe Angebot. Ja, sei es Gesichtsbehandlung, sei es Gerätebehandlung, sei es Produktverkauf und so weiter. Und bei dem einen Studio wird immer alles gekauft oder meistens und bei dem anderen fast nie was. Ja, und dass die sich dann fragen, verstehe ich nicht. Ich biete dasselbe an. Ich habe dieselbe Ausbildung. Ich habe dieselben Geräte. Ich habe dieselben Produkte. Warum kaufen die denn immer bei der Konkurrenz, bei der Kollegin, bei dem Kollegen und nicht bei mir? Die Antwort könnte sein, weil das andere Studio sagt, was sie vom Kunden wollen. Und du vielleicht nicht. Dazu gehört, dass du natürlich erstmal ein Angebot machst. Viele denken immer im Kosmetikstudio, naja, ich habe doch so nebenbei gesagt, dass ich da ein gutes Gerät habe oder ich habe doch ein bisschen was über erzählt. Und die erzählen vielleicht auch hier, ich habe ein neues Gerät, ja, das kann die X und Y und so weiter. Aber sie sagen nicht am Ende, und ich würde mich freuen, wenn sie die Behandlung bei mir buchen. Das ist eine klare Handlungsaufforderung. Und jetzt werden manche denken, was so banal, diese paar Wörter am Schluss, die sollen den Unterschied machen. Ja, die machen den Unterschied. Weil das eine ganz klare Handlungsaufforderung ist. Ja? Und natürlich sagst du das nicht nur einmal. Du sagst es immer wieder. Klare Ansagen machen. Gerade bei Menschen mit Hautproblemen. Da musst du klipp und klar sagen, wenn sie das Problem in den Griff bekommen möchten, sind zwingend erforderlich die und die Produkte, die sie so und so oft am Tag auftragen und machen und durchführen oder pro Woche. Und die Behandlung muss so und so oft. Und in genau dem Abstand. Ihr müsst es exakt sagen, wie die beste Lösung ist. Ob die Kunden das dann so machen, liegt doch in ihrer Hand. Aber ich weiß, dass da draußen viele rumschwallern. Ja, sie können sich ja überlegen. Und selbst wenn Kunden fragen, wie oft soll ich denn kommen, dass dann die Antwort ist, das dürfen sie selbst entscheiden. Ja, ich weiß, dass manche Kosmetikstudios das so komisch formulieren, weil sie sich Gedanken machen darüber, ob die Kunden sich das leisten können. Und dann denken sie, bevor ich jetzt sage, das muss man alle 14 Tage machen, die Behandlung, sage ich lieber dann, können sie selber entscheiden. Das ist aber unprofessionell. Für Kunden wirkt es unprofessionell. Na, das wäre so, als wenn man sich ein Auto kauft und sagt, ja, wann soll ich denn das nächste Mal tanken oder eine Inspektion machen? Und der Automechaniker überlegt sich dann, ich weiß ja nicht, wie viel die sich leisten kann. Ich sag mal, das können sie selbst entscheiden. Nein, die sagen klipp und klar, nach so und so viel Kilometer oder spätestens nach einem Jahr ist eine Inspektion dran. Zack, aus. Also das muss klipp und klar gesagt werden. Und so müssen wir auch klipp und klar, oder frag mal einen Sporttrainer. Ja, stellt euch mal vor, wie oft muss ich denn zum Training kommen? Können sie selbst entscheiden, wie oft sie trainieren. Ja. Sie wollen zwar was erreichen, Muskelaufbau, aber ich sage Ihnen jetzt nicht, wie oft man es machen muss, damit das wirklich was bringt. Weil ich weiß ja nicht, ob Sie sich das leisten können oder ob Sie dazu Lust haben. Das geht nicht. Ja, ihr müsst Ihnen das wirklich klipp und klar sagen. Und die, die klipp und klar sagen, die bekommen es auch. Ja? Und wenn es nur so banal ist, dass man, ja, ich würde mich freuen, wenn Sie es bei mir buchen oder bei mir kaufen. Und ich weiß, die meisten da draußen haben Angst, Nein zu bekommen. Jetzt ist ja die große Gefahr, das ist ja das Allerschlimmste. Die Kunden könnten Nein sagen. Ja, nur da, wo ganz viele Neins sind, da sind auch die Ja's. Und ihr verprellt euch Kunden, weil ihr aus Angst vor dem Nein kein Angebot macht. Aber das ist nicht schlimm. Habe ich euch ja auch schon zigmal in Videos erzählt. Mein Gott, ja, bei McDonald's oder die Kellner fragen die jedes Mal kleine oder große Portionen. Ja, darf es vorweg was sein, darf es danach was sein, darf es dies noch sein, darf es jenes noch sein. Die kriegen 8000 Neins am Tag. Davon stirbt man nicht. Im Gegenteil, wer erfolgreich sein will, erfolgreich ein Geschäft führen möchte, der muss mindestens zigmal am Tag ein Nein hören. Ansonsten kann er nicht erfolgreich sein. Das geht gar nicht. Es geht nicht, wenn du im Dienstleistungsbereich was anbietest und nicht ein paar Mal am Tag Nein hörst, dann machst du keine gute Beratung. Dann hast du dein Geschäft nicht im Griff. Und das ist es eben. Du musst klipp und klar die Menschen, die klar äußern, was sie möchten,
Kinder sind da perfekt dran. Kinder, jetzt in der Weihnachtszeit, lassen keinen Zweifel daran, was die erwarten, was unter dem Weihnachtsbaum sein soll. Teilweise wissen die sogar exakt genau, was im Adventskalender drin sein soll. Kinder kommunizieren klipp und klar, was sie möchten. Und meistens bekommen sie es dann auch, wenn es irgendwie möglich ist. Ja? Und so ist es auch. Auch wir müssen klipp und klar sagen, was wir möchten. Es ist ja ein Win-Win. Die Kunden haben bessere Ergebnisse und wir sind dann auch glücklicher. Ja, erstmal leben wir von dem Geschäft und glaubt mir mal, die Kunden wissen, dass wir von unserem Geschäft leben müssen. Die glauben nicht, dass wir das zum Spaß machen. Klar, vielleicht mal irgendeiner unter Tausenden denkt, wir machen das zum Spaß. Ja? Aber die meisten, die sind sich sehr, sehr bewusst, dass wenn sie ein Geschäft betreten, dass es darum geht, dass das Geschäft auch überleben und leben möchte. Ja, das wissen die meisten schon sehr wohl. Und das Ganze gilt es immer wieder zu wiederholen. Einmal ist kein Mal. Viele denken ja immer, ja, das habe ich ja der Kundin, dem Kunden einmal schon erklärt vor einem halben Jahr. Das wissen die Menschen nicht mehr. Die wissen nicht mehr. Und wir können auch nicht von unserem Wissen ausgehen. Für viele ist es eben nicht selbstverständlich, jeden Tag die Haut morgens und abends zu reinigen. Viele wissen noch nicht mal, dass man sein Make-up jeden Tag runter reinigen muss. Oder dass man sich morgens die Haut reinigen muss. So Kleinigkeiten sind das. Ja, weil die Kunden denken, wieso, nachts bin ich doch nicht schmutzig geworden. Dass das Schlafzimmer zwar der staubigste Ort im ganzen Haus ist, wir nachts der Körper entgiftet und ganz viel Schweiß gebildet wird und das morgens runter muss, das wissen viele Leute nicht. Und das reicht auch nicht, wenn man ihnen das einmal erklärt. Sowas, man muss es immer und immer wieder erklären. Und erst dann kann man erwarten, dass Kunden das auch umsetzen. Und erst dann kann ja die Haut besser werden. Und gerade bei Menschen mit Hautproblemen müsst ihr immer und immer wieder die Schritte. Ihr seid ja auch so ein kleiner Motivationscoach, der immer wieder die Leute daran erinnern muss, dass sie eben mindestens einmal in der Woche, wenn nicht zweimal, je nach Hauttyp, ihr Enzympeeling, das AHA-Enzympeeling machen müssen. Natürlich nicht mit aggressiven Schleifpartikeln, wo man das ganze Problem noch verschlimmert. Ja, aber all das, dafür seid ihr da. Ihr seid so eine Art, stellt euch vor wie ein Sporttrainer. Der muss auch immer, immer wieder den Kunden sagen, so gib Gas, komm, geh noch einen Schritt weiter, mach noch mehr. Und natürlich wäre es besser, du trainierst jeden Tag. Oder zumindest jeden zweiten und so weiter. Und gib Gas, geh aus deiner Komfortzone raus, geh ein bisschen rüber. Ja, und die machen sehr klar Ansagen, was sie erwarten, was man machen soll beim Sport. Ja, damit man weiterkommen will. So, und Menschen, die mit ihrer Haut weiterkommen möchten, brauchen auch diese klaren Ansagen. Die brauchen klipp und klare Ansagen. Und da gibt es welche, die machen das mit ihren Kunden und sagen halt klipp und klar, wenn du XY erreichen willst, dann musst du das und das machen. Und zwar immer wieder motivieren und immer wieder sagen. Immer wieder wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und sich auch ganz viele Neins abhören. Das ist nicht schlimm. Ja, wenn du dann sagst, ich sehe gerade, sie haben eine trockene Körperhaut, ich habe da eine Lösung. Ja, das und das. Natürlich darf die Kundin Nein sagen, wenn du ihr das Produkt dann zeigst und vorführst. Ja, aber stell dir doch mal vor, wie viele Ja sagen, weil sie sagen, oh Gott, endlich habe ich eine Lösung, dass ich nicht jeden Tag mehr eincremen muss und keine meine trockene Haut los bin. Ja, viele wissen ja nicht, dass sie sich das erst herbeigepflegt haben, die trockene Haut. Oh Mann, da muss ich ein eigenes Video drüber machen, ja, warum viele sich das selbst hingepflegt haben. Ja, aber man kann es auch wieder wegpflegen. Aber das ist eure Aufgabe, das zu sagen. Und vielleicht sagen die beim ersten Mal noch Nein, ja. Und vielleicht dann beim zweiten Mal dann, ich habe ja immer noch die trockene Haut und sie hat noch eine Lösung. Wie war die nochmal? Aber wenn ihr das nie klar kommuniziert, dann werden die nie euer Angebot annehmen können. Ja, das war's für heute und dann sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns wieder. Alles Liebe, eure Susanne.